Und wieder so ein ganz enges Ding, eben schon im Halbfinale und Damendoppel im Entscheidungssatz mit nur 2 Punkten Unterschieden ausgeschieden. Svenja Hollebein an der Seite von Franziska Schreiner. Sarah Manz also im Finale. Mit Katharina Teufel. Wer macht's hier? 2-1 zugunsten der Feldricher, aber Satzball zum 2-2 Ausgleich. Da braucht er einen guten Aufschlag, der Hannes. Kriegt das hin, schauen wir es mal. Ja. Mit einer schönen Banane hat er sie in den Vorteil gebracht, der Marius Zaas. Paar Bälle noch dagegen gehalten, dann doch der Punkt zum 10-10. Und jetzt der Aufschlag bei den Feldrichern. Kurz beratschlagt, was machen wir am besten? Rückhandaufschlag ist die Variation. Klasse, die Vorhand von Marius Zaus. Da musste Tobi nur noch vollstrecken. Was heißt hier nur noch? War sicher auch kein einfacher Ball, aber stark gespielt jetzt. Und soweit ich sehe, ist es dann der Matchball zum 3-1. Ja, der Kameramann sieht es gerne, auch wenn sein Herz öfter mal für die Feldrichter schlägt. Der wünscht sich natürlich noch einen Satz, noch mehr Filmmaterial, noch mehr tolles Tischtennis. Aber Tischtennis ist kein Wunschkonzert. Elfer. Möglicherweise werden da die Wünsche des Kameramanns doch erfüllt. Schauen wir mal. Gibt es noch einen 5. Satz? Ganz schnell der Hinweis, die Feldricher wollen, soweit ich gehört habe, aufsteigen in die dritte Bundesliga, haben da ihr entscheidendes Match am 11. Februar in Hohenstein. Kameramann ist eingeladen mitzufahren, wenn sich das Termin machen lässt. Dann ist er dabei, aber hier zeigt sich wieder die Kurzsichtigkeit des Kameramanns oder die Altersweitsichtigkeit. Nö. Hat er schon richtig gesehen. Ausnahmsweise mal. Also das geht hier noch weiter. So wie gewünscht. Das geht hier in den entscheidenden 5. Satz. Jürgen Wenninger, Mr. Future Spin. Gibt die wichtigen Tipps für den Endspurt. Das lassen wir hier live mitlaufen auf dem Stativ. Zur Entspannung dann mal ohne Kommentar der 5. Satz. Man muss den Laberschosch ja nicht dauernd hören. Also viel Spaß dabei. 2-2. Und dann hat er sich doch verguckt, der alte Mann. Wenn man mit Brille filmen muss, ist das ganz schwer. Das sieht man weder in der Kamera, das Ergebnis, noch live. Also, 2-1 Führung. Für Rinderer und Hörmann ein weiter Weg, wenn sie hier was reißen wollen. Und Marius Zaus und Tobi Ehret auf der anderen Seite haben da was dagegen. Satz Nummer 4 also. 2-1 für die Feldricher. So ist es richtig. Er springt nicht ab.
Mutig jetzt einfach, mutig, okay? Ja, oh Mann.